Morgen, wenn ich aufwache, gespannt, was der Tag von mir will. Du weißt ja, dass ich Journalistin war und Terminkalender war immer voll. Und sowas habe ich einfach überhaupt gar nicht mehr. Ich habe auch meine Termine und ich meine, ich bin jetzt Bestseller-Autorin und habe jetzt wirklich viele Buchlesungen in letzter Zeit gemacht. Natürlich habe ich meine Termine, aber daran denke ich gar nicht. Zum Beispiel hat sich heute jemand für eine Telefonberatung angemeldet und ich habe tatsächlich gesagt, ja, da muss ich mal sehen, heute passt es nicht, morgen. Ich habe auch ganz vergessen, dass ich morgen Geburtstag habe. Ich bin ja, jetzt ist jetzt und jetzt, es ist nicht so, dass ich in den Tag lebe, sondern ich lebe mit dem Tag. Es ist letztendlich das Leid gewesen, was mich dazu gebracht hat, einen Schritt zu machen. Also ich möchte einfach mal ein ganz kleines Stück zurückgehen, um zu verstehen, weil mein Untertitel ist ja, den Verstand beobachten, mehr Freude und Leichtigkeit. Und das, was ich in diesem Buch transportiere, das mache ich ja auch, ich habe ja auch dieses Buch geschrieben, weil ich meine, ich hatte so ein verrücktes Leben, ich war so aus der Balance, ich meine, ich wollte mir schon das Leben nehmen und hey, und ich lebe jetzt so im Paradies. Und dann denke ich so, hey Leute, das muss ich euch unbedingt sagen, wie das geht. Ich habe wirklich alles so gelesen, was so diese Weisen geschrieben haben und dachte mir, wie jetzt? Da steht ja überall das Gleiche drin, ob das Bhagavad Gita ist oder Krishnamurti oder mein Lehrer ist ja Eckhart Tolle, mein spiritueller Lehrer. Und es ist so, wenn ich das Buch nicht schreibe, platze ich. Und deshalb habe ich es halt geschrieben. Das heißt, die Dinge sind, wie sie sind. Und erst wenn ich anfange, darüber nachzudenken, erschafft der Verstand das Problem. Und wenn einem das klar ist, das ist die halbe Miete. Und das ist die Kraft der Gegenwärtigkeit, dass wenn ich jetzt sehe, dass ich anfange zu denken, ja, ich hätte sollen, ich werde in der Zukunft das und das müssen, weil der Verstand ist immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Das ist das, wie ein Problem entsteht. Also das heißt, wenn du erstmal die Technik weißt, dann beobachtest du dich und wir sind es einfach immer gewöhnt, dass wir in die Zukunft gehen und immer zu planen und planen. Weil manchmal, wenn ich mit dem Fahrrad fahre und so nach Hause fahre und ich denke so plötzlich, ach, was werde ich mir denn nachher kochen? Hey, ich fahre gerade mit dem Fahrrad, vielleicht komme ich da nie an. Also komme ich wieder zu mir zurück. Ja? Und das ist die Kraft der Gegenwärtigkeit, dass wir ganz bei uns sind und jetzt in diesem Moment. Das ist so wie mit meinen Bildern. Ich habe ja schon mal darüber geredet, dass ich da auch das Medium bin und dass ich die so kriege und so male, wie so. Aber dass ich jetzt auch so schreibe, das habe ich nicht gewusst. Das heißt, als Journalistin ist es ja klar, dass man 10 Finger schreibt und dass man auch nicht hingucken muss. Natürlich muss man am nächsten Tag die Fehler rausnehmen. Aber ich habe da Sachen geschrieben, wo ich dachte, oh mein Gott, die wusste ich ja noch gar nicht. Ja? Es ist ganz viel Quantenphysik. Weil im Leben ist es nicht so, wir bekommen nicht, was wir uns wünschen. Sondern wir bekommen, was in uns ist. Millions of eyes at me, I'm so small and so useless. Will you save me from falling? Ja, und dann habe ich da so in dieser Farbe rumgerührt und man muss doch mal eine Idee haben. Und dann habe ich gesehen, oh Gott! Ich habe ein Bild gemalt, ohne Idee und dann auch noch auf dem Kopf. Und dann habe ich diesen Prozess verfolgt. Und dann ein Jahr später hatte ich meine erste Ausstellung in der Hochschule für Musik und Theater. Das ist jetzt 7 Jahre her. Und man sagt ja immer, alle 7 Jahre wendet sich das Leben. Offensichtlich ist es gerade so. Und dann habe ich gesehen, dass ich immer größere Bilder gemalt habe. Und so malt man nicht. Oben ist alles fertig und unten ist gar nichts. Und es
so und ich mal die im Affenzahn und ich meine, in der Deutschen Met ist meine ständige Ausstellung, die sind 3 und 4 Meter groß, die kann ich ja zu Hause gar nicht hängen. Ja, und wie gesagt, im Moment habe ich noch mal eine Ausstellung gemacht hier. Bei Jürgen Fuhrmann hängt die gerade. Ich bin wie alle anderen, ich kriege auch nur ein Millionstel mit. Und die haben gesagt, hey, du musst dir mal deine Bilder mit unter Schwarzlicht angucken. Was weiß ich, was Schwarzlicht ist. Und dann habe ich gesehen, dass ich zum Teil mit Farben gemalt habe, die fluoreszieren sind, aber nur zum Teil. Und dadurch, wenn man nur so malen würde mit den Farben, also erstens wusste ich gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und dann habe ich gesehen, dass wenn man diese Bilder mit Schwarzlicht anguckt, ist auf einmal was ganz anderes. Ja? Es ist so unglaublich, man sieht auf einmal was anderes. Und das ist ja... Und da dachte ich, wenn ich jetzt schon nicht mehr male, dann mache ich aber wenigstens noch mal eine Ausstellung, das muss ich der Welt mal zeigen. Weil ich hatte immer so die Idee, weißt du, so, man hängt Bilder hin in so ein Hotel und wenn die Leute abends nach Hause kommen, so ins Foyer, dann sind die alle mit Schwarzlicht angeleuchtet und dann sehen die Leute auf einmal was ganz anderes. Aber das ist noch nicht in mein Leben gekommen. Und wenn ich auf Null bin, dann kann ich immer noch zu jemandem sagen, du, das gefällt mir jetzt nicht. Aber wenn ich wütend auf jemanden zugehe, was wird wohl passieren? Über Resonanz wird der auch wütend sein. Und es geht ja darum, wir können nicht immer glücklich sein, aber in diesem inneren Frieden können wir immer sein. Und das ist das, was ich gerne transportiere, jetzt erst mit dem Buch, aber wie man so sieht, wenn die Leute auch zu mir jetzt zu diesen Workshops kommen, ich möchte, dass es allen so gut geht wie mir. Ja. Wenn es das ist, was das Universum gerade von mir will, dann werde ich das tun. Ich habe jetzt das Buch gemacht und ich schreibe jetzt das nächste Buch. Und wenn ich Workshops machen soll, dann mache ich das. Weißt du, wenn ich spüre, dass ich da irgendwas machen kann, ich mache es einfach. Ich denke da auch gar nicht so viel drüber nach. Mhm.